Vor der Wende kannte ich Georg Katzer nur als Komponist eines Stückes, das mir nicht gefiel. Dann habe ich ihn gehört spielen selber. Er spielte Computer zusammen mit Free Jazzern. Fantastisch, es war sensationell hinreißend. Und er programmierte auf eine ganz alte Tastaturart immer wieder neue Klänge und dann musste man ein bisschen warten und dann kamen die so rein. Das hat er dann auch noch ein bisschen gefadet. Großartige Konzerte waren das. Ich war also hingerissen von diesem Musiker, nicht so sehr Komponist als Improvisator dann. Mit Wolfgang Fuchs kann ich mich erinnern, mit anderen. Ja, dann habe ich mich dann doch getraut, ihn mal anzusprechen. Mittlerweile kannte ich auch schon mehr Stücke für Akkordeon von ihm. Und ob er nicht was auch wiederum für mich oder mein Umfeld mit Schülern machen würde. Und dann kam er und sagte, naja, ich bin da gerade, habe da gerade was sowieso geplant. Für Bursch habe ich ein Stück mit Tonband geplant, mit Zuspiel und da können wir doch zusammenarbeiten. Und dann hat er also diese Dialog Nummer 5 geschrieben. Ja, fand ich ganz toll. Die Partitur habe ich gesehen und dann habe ich geübt wie der Teufel. Und ja, so kam es dann zu diesem Stück. Wir sind dann zusammen nach Bursch gefahren und haben diese Woche eine gute Woche miteinander verbracht. Das war sehr schön. Er hat mit mir dann alles machen wollen und er hat dann aber auch für meine Schüler komponiert. Kinderstücke, die sind heute Standardwerke. Ja? Das wird in der Jugend musiziert, und dann kommt einer aus Nordrhein-Westfalen, dann kommt einer aus Bayern. Die spielen dieses Zeug. Tatsächlich jahrelang war ich in Finnland auf Ferienkursen und habe da Kinder unterrichtet. Und da gab es immer wieder welche, die mit Katzer ankamen und diese Werke gespielt haben. Also das macht wirklich die Runde. Sie wurden dann auch Pflichtstück bei Wettbewerben für Jugendliche und ja, da also er hat da ganz Wertvolles geleistet. Jede Arbeit mit Georg ist ideal gewesen. Also ich kenne viele, viele Komponisten und ich möchte sagen, der freundlichste und netteste und umgänglichste, der praktikabelste, der mit einem nachdenkt, ja, machen wir so, hast du recht. Das war immer Georg. Also es war wirklich eine Großzügigkeit, aber gleichzeitig eine Klarheit. Und das ist toll. Was hat Bursch für ihn bedeutet? Ja? Das war ganz wichtiger Kontakt. Das habe ich dann festgestellt, dass er da jedes Jahr war oder immer, wenn es war, tauchte er da auch mit auf. Er konnte in diesem Studio arbeiten. Er war sozusagen Composer in Residence da als mal. Ich glaube, bei meinem Stück sogar war das seine Position. Er konnte sich austauschen mit internationalen Elektronikleuten. Er hat mitgekriegt, wo der Stand der Technik so woanders ist, hat dann auch ganz sicher sein Studio zu Hause dementsprechend verbessern können, also an der Akademie und das war ihm sehr wichtig, der Bursch-Kontakt, ja. Ich bin dann auch auf den Markt in Bursch gegangen. War eigentlich eher so eine nicht sehr historisch wirkende, abgedeckter Platz mit ein bisschen regensicherer Bedachung. Und da sind so ein Laden am anderen, so also kleine Stände. Und tatsächlich, auch als ich dort war, gab es, wenn ich es recht entsinne, einen Akkordeonspieler, der dort Musik machte. Natürlich eine ganz andere Musik, als Georg sie komponiert. Und das hat ihn eben inspiriert, dieses Erleben, das er vorher mal da hatte. Genau. Ja, und dann hat er quasi problematisiert. Erstens, was ist mit unserem Instrument? Wir früher mindestens. Als ich kam in Berlin, war es ganz klar. Ah ja, Tango mag ich auch. Oder
Ach, Volksmusik, na, das ist ja nicht so, das interessiert mich jetzt nicht so. Und ich sagte immer, ich mache etwas ganz anderes. Also ich mache nicht sowas. Ja, was machst du denn? Also ich musste mich immer rechtfertigen für unser Instrument. Und in diesem Spannungsfeld befindlich habe ich mich gefühlt und genau das hat er verstanden. Das gibt es. Ja, das sieht er selber. Also dass es hier eine Kluft gibt zwischen dem, was passiert. Und das wiederum spiegelt generell die kulturelle Kluft zwischen den Leuten, die Musik Fachleute für neue Musik sind oder eben Musikliebhabern oder Sportsfreunden, die gerne irgendwelche popularen Dinge hören. Also verschärft sich ja auch immer mehr. Und er hat versucht, das in ein Stück zu packen. Ja. Gleichzeitig macht er ja quasi mit dem Werk den Tonmeister sichtbar. Wenn man ihn auch vielleicht gar nicht sieht, weil er irgendwo da hinten ist, aber dann sehe ich, der Interpret zeigt hier eine Karte, die sonst auf dem Fußballplatz üblich ist, einem Tonmeister. Und das versteht man, glaube ich, weltweit ganz gut, dieses Verhalten. Und ja, genau. Er hat immer noch ein bisschen hochgedreht am Schluss, wenn ich nicht mehr spiele, weil ich nicht mehr gegen das Ding ankomme, was da. Diese Wolke, die da herabstürzt auf uns, dann hat er immer noch ein bisschen hochgedreht und hat mich so angeguckt und konnte ich ihm sehr gut diese Karte zeigen. Und dann auch habe ich kennengelernt, dass neue Musik nicht immer nur ernste Musik sein muss. Georgs Musik ist sehr oft total witzig. Für einen geübten Pointenfinder im Gehör ist er eine Sensation, weil er plötzlich uminstrumentiert oder etwas einrückt, aber nicht wie Strawinsky so zufällig, sondern dann wirklich mit einer witzelnden Absicht. Wer es hört, wem es Spaß macht, dem soll es gefallen. Wer es nicht hört, macht auch nichts. Gleichzeitig habe ich bei ihm auch erfahren, wie Aktionen möglich sind, Bewegungen, die nicht zum Spielen direkt gehören. Bis dahin hatte ich, meine ich, kein Werk dieser Art gespielt, wo man sowas machen muss. Das habe ich künstlerisch sehr geschätzt. Dann aber auch, wie er erklären konnte, was er macht. Also er philosophiert dann nicht groß rum. Ich bin Praktiker, das war seine Ansicht. Er weiß theoretisch unglaublich viel, also er kann auch andere Stile, Eisler Schule. Ja, Eisler wollte ja immer, dass man die Meister studiert hat und auch so komponieren kann, aber bitte doch nicht. Man muss seine eigene Sprache finden. Und das hat er auch sehr gefunden. Er hat sich nicht geschert nach Moden, Avantgarde-Tendenzen, die juckten ihn nicht. Er ist nicht Dingen nachgelaufen, um zu gefallen. Er hat weiter seine Sache gemacht. Ja, das hat mich auch fasziniert. Wir waren sehr enge Freunde. Er war eine Art Großvaterersatz für meine Kinder zum Beispiel, die Kleineren. Wir waren öfter zu Gast da und dann macht er einen schönen Plan für das Wochenende. Wir gehen reiten, die Kinder gehen reiten. Er zahlt sowieso alles und da ist ein schöner Markt, gehen wir dahin. Wir kochen zusammen. Er kochte und wir aßen zusammen, so gesagt. Wir testen den Wein zusammen. Also, wir haben seinen Garten bewundert, geliebt. Unglaublicher Garten. Ja, also ich wünsche mir natürlich, dass man Georgs Musik, aber auch sein Menschsein nicht so schnell vergisst und sich da was abguckt. Wir haben gerade gestern
den Namen eines Ensembles, das aus dem Landesjugendensemble erwachsen ist. Die sind wirklich jetzt schon weiter und sind zum Teil schon abgeschlossenes Studium und sie wollen weiter zusammenspielen. Die sehr, sehr besten, die wir da im Landesjugendensemble hatten, spielen immer noch zusammen. Und wir haben gestern entschlossen, dass wir das Ensemble Georg Katzer Ensemble nennen.